Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Panzervorstellung zusammen mit eurem Rio. Und heute stelle ich euch den T22 SR vor. Das ist ein Stufe 10 mittlerer Panzer und zwar ein Premium-Panzer, der als Reward für das sogenannte Rampage-Event dient. Jetzt wird der ein oder andere fragen, was ist denn das Rampage-Event? Was muss ich dafür machen? Wo komme ich da rein? Kann ich euch leider nicht beantworten. Ich habe natürlich auch nachgefragt, was das Rampage-Event ist, habe damals aber leider keine konkrete Antwort bekommen. Also können wir nur davon ausgehen, dass es den Panzer für irgendein spezielles Event gibt, was sich Rampage schimpft. Mehr weiß ich leider auch nicht. Der T22 SR ist ein Prototypenpanzer, der so ein bisschen schon entwickelt wurde, aber nie produktionsreif erreicht hat. Also man könnte ihn wieder, ja, fromm einen Blaupausenpanzer schimpfen. Der vom T22 SR wurde bereits so die Wanne gebaut, beziehungsweise die Wanne war schon mal vorhanden, der Turm so ein bisschen auch. Das Projekt wurde aber nie fortgeführt und das beste Wissen und die meisten Erkenntnisse, die man aus diesem Projekt gezogen hat, flossen dann noch in die Entwicklung des Objekt 907. Das Objekt 907, vielleicht nochmal kurz, um es in Erinnerung zu rufen, ist ebenfalls ein Tier 10 Premium Panzer, ein mittlerer Panzer der Stufe 10. Und aber auch das Objekt 907 wurde in der Realität nie gebaut und nie fortgeführt. Also im Endeffekt kann man hier sagen, dass es eine Blaupausen-Kausalitätskette ist. Gut, der T22 SR spielt sich ein bisschen wie das Objekt 140. Erinnert sehr stark ans Objekt 907, das durfte ich ja auch schon mal spielen. Und macht eigentlich wirklich Spaß. Also verglichen mit den anderen beiden Premium-Panzern, die ich vorstellen durfte, das ist der Skoda T40 und der M41 Revalorisé, ist der T22 SR wirklich mit Abstand der beste Panzer. Wir haben eine Struktur von 1900 Punkten, ein Höchstgewicht von 39 Tonnen, eine ziemlich gute Motorleistung von 750 bei einer Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h und einer Wendegeschwindigkeit von 54 Grad die Sekunde. Die Wannenpanzerung ist richtig schön aufgebaut. Wir sehen hier extrem steile Winkel in zwei Richtungen, relativ sowjettypisch mit dem Keil in der Mitte und dann die Panzerungsstruktur, die nach hinten hin abzieht und abflacht. An der Wanne haben wir 100 mm und an den Seiten 80. Am Turm haben wir 230 mm frontal. Wir sehen auch hier diese richtig schön abgerundeten Ecken und eine sehr dicke Kanonenblende. Und an der Seite vom Turm haben wir 170 mm, hinten haben wir 140 mm. Die Kanone ist eine typische 100 mm Medium-Kanone der Russen. Wir haben hier eine ziemlich gute Feuergeschwindigkeit von 8 Schuss pro Minute, eine hervorragende Durchschlagskraft von 264 mit Premium-Munition 330. Die normale Munition ist ja APCR, die Premium-Munition Heat und einen mittleren Schaden von 320. Die Streuung beläuft sich auf 0,33 auf 100 Metern und die Zielerfassung liegt bei 1,9 Sekunden. Ich meine natürlich 0,33 Meter auf 100 Metern. Und es ist die gleiche Kanone wie beim Objekt 907 und beim Objekt 907A. Ansonsten, ja, Gewicht ist eigentlich eher irrelevant. Wir haben eine Sichtweite von 400 Metern, mal verglichen mit dem Objekt 140, weil ich ihn da damit auch kurz ins Boot geholt habe. Das ist genau das gleiche. Ja, also hier kein großer Unterschied. Ansonsten, ja, Funkreichweite, normaler Standard. Wie würde ich das Teil ausbauen? Wenn ihr jemals in die Gelegenheit kommt, dieses Panzerchen zu fahren, würde ich, ist natürlich immer eine Geschmackssache, wie man ihn ausbaut. Ich baue ihn aktuell ich fahre ihn aktuell auf Kampf. Das bedeutet, ein Ansetzer für höheren Schaden pro Minute, also 10% weniger Nachladezeit. Dann habe ich einen vertikalen Stabilisator drin und eine Lüftung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal ins Spiel, gucken, was ich so reißen kann und wie sich der Panzer fährt. Bis gleich. Mit dem T22 SR auf Windstorm, dann schauen wir doch mal, was wir hier reißen können. Das ist das kleine schnieke Teilchen. Von der Panzerungsstruktur war der insgesamt wirklich ganz gut aussehend. Also mir gefällt der Panzer. Ich finde die russischen Mediums ja sowieso alle ganz, ganz schick und ganz schnieke. Ups, das war ein Felsen. Und wir bleiben erstmal ein bisschen oben. Von der Präzision, Einzelzeit und Genauigkeit etc. pp. Ist das eine typisch 100 mm Russenkanone. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Wer Objekt 140, T62A oder
ja, vielleicht sogar das 907 gespielt hat oder 430er, wobei ich glaube, beim 430er ist ein bisschen was anderes. Der kennt dann auch diese Kanone. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Sie ist halbwegs zuverlässig. Aus der Fahrt finde ich sie nicht ganz so genau wie die vom Objekt 140. Das mache ich anhand der Spiele fest, die ich bisher mit dem gemacht habe. Also das ist nicht mein erstes Spiel mit dem Panzer hier. Ansonsten vom Anzug her ist er schneller als das Objekt 140. Und zwar schon eigentlich ein Stück. Kommt jetzt nicht so extrem viel schneller weg, aber trotzdem kann man das einfach nur so, muss man das einfach mal sagen. Wir haben eine A-Team-Gegner-Team, eine M53-55, deswegen muss ich auch ein bisschen auf die AT aufpassen, dass ich nicht immer auf dem gleichen Spot bleibe. Scheinbar ist der T-44 da oben weg. Hinten fährt ein AMX-1390 lang, das ist ein bisschen uncool. Weil der wahrscheinlich Richtung AT fahren möchte. Aber der hat einen falschen Tipp. Wobei, hat er nicht. Den haben wir. Gut. Hoffentlich habe ich die AT dadurch gesaved. Diesmal tue ich es nicht. Aber es wäre auf jeden Fall schön. So, der T-44 steht immer noch dort oben. Da unten haben wir mittlerweile eine Bedjet. Aber ich werde jetzt nochmal auf den Kollegen schießen. Ja, APCR Standard bei dem Ding hier. Eigentlich auch relativ typisch für einen 10er Russen-Medium. Oh, jetzt geht es aber gerade ein bisschen chaosmäßig ab unten. Ja, wenn ich bounce, ist natürlich doof. Noch ein Treffer. 330 Alpha. Haut also nicht die Megakellen raus. Aber ich würde behaupten, man kann damit arbeiten. Da wollte doch bestimmt eine Tortoise runterkommen, oder? Ich gucke gerade die ganze Zeit auch auf der Minimap, dass ich nicht durch die Mitte aufgemacht werde, weil der E4 da steht. Und nicht, dass er jetzt ruckartig eine doofe Idee hat. Ah, die Tortoise ist schon geplatzt. Gut. Was habe ich hier? Jetzt kommt da noch eine Bedjet rum. Also irgendwie scheint heute Tag der wir stürmen mal in die Basis von irgendwo zu sein. Ich kann aber auch nicht da lang fahren wegen dem E4. Ich muss hinten rumfahren. Ansonsten kriege ich von dem E4 von oben. Also drücke ich jetzt voll auf die Bedjet drauf, die da kommt. Wobei die auch eine merkwürdige Route einschlägt. Ja, wobei, die steht da. Zack. So schnell kann sie gar nicht gucken. Schwerer als eine Bedjet, selbstverständlich. Okay. Die drücken da irgendwie ein bisschen durch unten. Ist gerade alles andere als super cool. Das ist die E4. Dann ist ein Waffenträger auf Panzer 4. Der E4, der fährt gerade nicht vor. Aber irgendwie verreckt alles da unten. Ah, nicht einfach. Gerade absolut nicht einfach. Den habe ich ganz gut erwischt. Ich bin nicht offen. Vom Camo her ganz annehmbar, das Teil. Ah, der Prot, der ist zu, leider. Den 100 nicht.
Dummerweise stehe ich da ein bisschen ungünstig. Ich will mich mal so hinstellen, dass ich zumindest eine Rückzugsmöglichkeit habe. Viel machen werde ich wahrscheinlich nicht mehr. Dafür reicht es dann einfach nicht mehr. Na, mal gucken. Ich habe Blick auf den Cap. Ich kann mich immerhin noch ein bisschen zurückziehen. Das ist der EN-100. Schießt oben auf die Arti. Und er zeigt uns immerhin seine untere Wanne. Er blockt. Das wird ihn ärgern, weil er jetzt nämlich drauf geht. Und das ist auch geblockt gewesen. Das würde ihn wahrscheinlich auch ärgern. Aber wenn er Heat schießt, dann werde ich das jetzt auch gleich mal machen. Ja, komm. Kannst du drauf schießen oder nicht? So, dummerweise hat er mich etwas geblockt, beziehungsweise mein... LOL. Aber ich bin immerhin mit Würde gestorben. Hat meine Tracks abgeschossen. Ja, 4259 Schaden. Ihr habt gesehen, was für ein Potenzial die Armor hat, wenn man sich gut hinstellt. Die Amnix 1390 hat es total falsch gemacht, ist gar nicht einmal durchgekommen. Aber ja... Ist halt leider so, 3 Kills habe ich abgestaubt, 1500 Schaden Damage Block bei Armor. Eine Heat ging zwar in die Ketten, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eine ganz gute, ganz gut, um mal zu zeigen, was die Armor hier kann. Also, dass sie wirklich von der Struktur her ganz ordentlich ist. Also, ich persönlich fand den gefühlt ein bisschen robuster als das Objekt 140, wobei ich dazu sagen muss, dass hier vermutlich die Leute noch nicht so hundertprozentig wissen, wo man bei ihm durchkommt. Und wo nicht, ja. Also das vielleicht nochmal als kleiner Hintergrund. Denn ich glaube, dass er irgendwo hier mit Heat auch gebounced ist, beziehungsweise hier der Heat-Schaden weg war. Naja, gut. Das war es auf jeden Fall von dieser Vorstellung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Rio, ciao.